Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Ich wünsche euch ganz viel Unterhaltung heute Abend und Freude, denn wir haben heute ein ganz besonderes Thema, ein zutiefst spirituelles Thema, nämlich die Achtsamkeit, Bewusstseinsentfaltung, die Herzensweisheit, Seelenstärke, emotionale Intelligenz. Und zu diesem Thema passt es natürlich wunderbar, mit Dr. Katharina Michel sich zu unterhalten. Liebe Katharina, ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen. Und die Gespräche mit dir sind für mich immer ein Genuss. Herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Jana. Das ist ganz nett. Danke für diese schönen Worte. Und das klingt so sehr seriös, Dr. Katharina Michel. Dann fühle ich mich jetzt als eine Medizinerin und jetzt werde ich einfach so die Pillen verteilen. Aber weißt du was? Ich habe wirklich Lust, die Pille von Freude und Gesundheit und Hoffnung zu verteilen. Das machen wir heute Abend Genau. zusammen. Freue ich Liebe mich auch. Katharina, wir kennen uns ja jetzt schon, oh, bestimmt bald 10 Jahre, wie die Zeit vergeht, so. Nimm Ja, mal Daumen aus. knapp, Wir sind uns in ja. der Schweiz immer wieder über den Weg gelaufen und was mir bei dir sofort aufgefallen ist, war diese unglaubliche Herzlichkeit und diese Großzügigkeit und diese Barmherzigkeit, die schon was sehr besonders ist, nicht überall zu finden. Und das Erste, was du mir damals gesagt hast, das hast du ja auch. Wir haben ja diese gewisse besondere Offenheit als Frauen. Du kommst ja auch aus, du bist ja slowakische Schriftstellerin und ursprünglich Fernsehmoderatorin. Du hast schon immer sozusagen mit beiden Füßen auf dem Boden gestanden und deine Verantwortung, Eigenständigkeit und gleichzeitig diese feine Kreativität gelebt, ausgelebt. Dein Weg war ja bestimmt sehr aufregend. Erzähl mal, wie hat es dich von der Slowakei nach Deutschland verschlagen? Das war ein langer Weg, aber dieser langen Weg kurz zu beschreiben, es ist so, wie das meistens meine viele Bekannten sagen: Wie hast du das geschafft? Wie bist du so gegangen, hierher gekommen? Was war Grund? Und dann lachen alle ein bisschen und sagen: Sicherlich die Liebe. Und genau so war das. Das war einfach die Liebe und das war Familie und das war auch Grund, einfach so mit meinem Mann und meine Kinder einfach zusammen zu sein, endlich, wo wir immer so getrennt gelebt haben zwischen damals noch Tschechoslowakei und Tschechei und Deutschland und alles, dann wollten wir das alles einfach so in einem haben, in einem Land und ja, so sind wir oder so bin ich nach Deutschland gekommen. Das war der Weg. Und natürlich, ja, das war die Liebe nicht, zur Familie und auch die Liebe zu meiner Arbeit, wo ich zwar nicht als Journalistin dann hier arbeite, teilweise, aber nicht ganz, aber auch so als Buchautorin und habe ich meine Leidenschaften, kann ich jetzt wieder auf andere Formen weiterleben. Ja, Tschechoslowakei besuchst du weiterhin nach wie vor, glaube ich, oder? natürlich, ja, natürlich. Du Ja. kennst das auch selber. Also die Wurzeln kann man irgendwo nicht sagen, die existieren nicht und ich Ja. bleibe nur hier oder so etwas. Und es ist immer wieder schön, zurückzugehen und die Wurzeln einfach so anschauen und sehen, beobachten die Entwicklung. Das kennst du dir, genau das Ja. Gleiche auch bei dir. Ja. So oft, wie wir uns schon begegnet sind, irgendwie. Deinem Mann bin ich noch nicht ganz über den Weg gelaufen. Es hat bis jetzt nie gepasst. Noch Der nicht stimmt, genau. Peter Michel ist ja auch Mitbesitzer vom Aquamarin Verlag. Genau, Und ich genau. habe von einigen Schriftstellerkollegen auch nur Gutes von ihm gehört, vor allem über seine Intelligenz, über Oh, seinen ja. hohen Wissensstand. Kann ich Und bestätigen, genau. ja, ich denke, dass wir beide Frauen sind, die auch einen starken Mann an der Seite brauchen, Ja.
zu dem wir hinaufschauen können, wo es nie langweilig wird, dass man auch sich intellektuell und in der Weisheit auch immer stets miteinander weiterentwickeln kann. Ja. Also da haben wir schon einen besonderen Anspruch, ne? Ja, in das unseren Herzen. Jeden Fall. Und du weißt das auch, auch selber. So jeder starke Mann braucht eine starke Frau und umgekehrt, jede starke Frau braucht auch starke Mann. Und wenn sich das wunderbar ergänzt, dann entstehen immer interessante Sachen und entstehen wirklich inspirierende Tage und Stunden und Momente. Und ich bin auch dankbar dafür. Ja, ich denke, dass wir, du und ich, indem wir so konsequent und authentisch unseren jeweils einzigartigen Weg gegangen sind und auch dieses Glück auch im Partner, im Miteinander auch gefunden haben. Ne? Und das ist, das kann ich jedem nur wünschen, sozusagen seinen Seelenpartner zu finden, einen Menschen, wo man sich gut aufgehoben fühlt, verstanden fühlt, wo es jedoch auch immer weiter in der Horizonterweiterung geht, in allen Lebensbereichen. So habe ich heute auch gar keine Angst, zum Beispiel auch aus der inneren Sicherheit heraus über die Liebe, Partnerschaft, sogar über erfüllende Sexualität zu sprechen. Ich habe im September auch ein Webinar dazu und die Premiere dazu ist gelungen. Und ich habe schon selber auch gestaunt, wie dieses Thema göttliche Sexualität wichtig ist für unsere Seminarteilnehmer, für jeden Menschen, weil man sonst die Liebe nur in einer Vorstellung sozusagen ausklammert. Und der Peter, ich wollte dich fragen, wie habt du und Peter diese herausfordernde Corona-Zeit durchlebt, denn wir sind ja beide Autorinnen und du schreibst ja auch noch für dieses wunderschöne Magazin Bewusster Leben regelmäßig deine Beiträge. Ich freue mich auch auf unsere gemeinsame Veranstaltung nächstes Jahr bei Bewusster Leben in Konstanz. Das wird schön. Und dein Mann hat Aquamarin Verlag. Und der Verlagsbranche, wie auch dem Buchhandel, ging es ja schon vor der Pandemie nicht gut. Und jetzt so eine Erschütterung, viele Branchen hat es ja hart getroffen. So hohe Arbeitslosenquote oder Kurzarbeiterquote haben wir in deutschsprachigen Ländern, eigentlich überall, auch bei uns. So viele Menschen bangen auch um ihre Existenz. Und wie geht es euch? Habt ihr Erschütterung gemerkt? Habt ihr euch was Neues einfallen lassen, um mit der Zeit gehen zu können? Denn wir sind ja spirituelle Wesen, liebevolle Menschen, und doch haben wir ja auch unsere Verpflichtungen, sprich unseren Lesern gegenüber, unseren Mitarbeitern gegenüber, unseren Familien gegenüber und uns ja auch selbst. Ne? Der Alltag wird ja nicht ausgeklammert aus einem meditativen, achtsamen Bewusstsein heraus. Nein, das nicht. Das ist ja ein bisschen so naive Vorstellung, wenn man denkt, ich kann viel meditieren und dann wird sich das etwas tun und passieren. Ich muss nur sitzen und warten und lieber Gott bringt mir schon vorbei meine Aufgaben oder das, was ich mir wünsche. Ich denke, in dieser Richtung arbeiten wir beide nicht oder leben wir beide nicht, obwohl wir beide Meditations- und Innenkehren sehr, sehr, sehr schätzen und ist sehr wichtig für uns. Aber zurück zu deiner Frage. Du hast gefragt, wie haben wir das erlebt oder was Verlagsbranche betrifft. Du kennst das auch selber am besten. Ja, ich merke das stark. Ja. Es war wirklich nicht wirtschaftlich gesehen leichte Zeit, weil tatsächlich in der Zeit waren die alle Buchhandlungen zu. Und im Prinzip, außer ein paar Bücher Internet, konntest du deine Bücher gar nicht, also Bücher als solche gar nicht verkaufen. Und selbst auch
Große Ketten und alles haben nur ganz bedingt etwas gemacht und haben versucht, irgendwo ein bisschen noch diese Literatur- und Büchermarkt auf Laufenden zu halten, und es war gar nicht leicht. Also das war wirklich Zeit, wo wir auch überlegt haben, was ist das, was das bedeutet. Wir hatten nie eine Frage, ja, wir müssen aufhören oder es wird nicht gut gehen, weil ich denke, so mein Mann wie ich, wir haben beide absolutes Vertrauen in unsere Arbeit. Wir wissen, wir sind an richtige Stelle und machen Sachen, die uns, er mit seinem Verlag, ich mit meiner Arbeit, die uns Freude machen, die unsere Lebensberufung sind und die für uns wichtig sind. Wir haben unsere, man sagt das auch schön, Lebensaufgabe oder Ja. Berufung gefunden, und das leben wir auch. Also Thema Aufhören kam nie irgendwo, das überhaupt nicht. Aber was erfreulicher ist, dass wir nicht immer nur bei diesem, was schwierig ist, bleiben, weil jeder kann sicherlich aufs eigene Situation erzählen, wie schwierig das war. Was positiv ist, ist jetzt in dieser Zeit, wo das langsam diese Normalität, ich sage das absichtlich Normalität, weil das ist das, wonach wir uns so sehnen, nach der Normalität, aber wir sehnen uns nach neuen Inhalten in dieser Normalität. Und diese neuen Inhalte suchen gerade jetzt die Leute in spirituelle Bücher. Also ich finde das wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten, dass gerade mit diesen Büchern, mit spirituellen Büchern momentan wirklich sozusagen Boom gibt's und geht. Und ich merke jetzt auch neue Klienten bei mir in der Praxis, die kommen nicht nur aufgrund Empfehlung, aber ich habe ihres Buch gelesen letztes, ich habe ihr Buch wiedergefunden und wiedergelesen und finde ich das so interessant. Bücher bekommen jetzt in dieser Zeit gerade einen neuen Wert, oder die Leute suchen und die können die Antworten da finden. Und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Obwohl natürlich, und du kennst das jetzt auch am besten, was uns auch fällt, das sind natürlich die Seminare, das sind natürlich Vorträge, also face to face, nicht nur so per Netz, aber auch so, dass sich die Menschen zusammentreffen können. Das geht momentan natürlich nicht. Und das ist auch ein bisschen schwierig. Und ja, das merken wir auch in unserem Alltag. Aber ja, Gott sei Dank, wir haben wieder diese Möglichkeit, mindestens so zusammen zu kommunizieren und wieder so zusammenzukommen. Also meine Seminare, also Face-to-Face, haben begonnen und hat alles gut funktioniert. Und in dieser Pandemiezeit, die ja wirklich einem Ausnahmezustand Ja, entsprach, absolut. habe ich das Ruder nicht aus der Hand gelassen und es war eine interessante Zeit. Ich habe mich bei all der Unruhe, die ich im Außen spürte und natürlich auch im Inneren, weil ich bin ja auch die tragende Kraft für meine Familie, auch für mein Team, für meine Mitarbeiter und eben so präsent und zuversichtlich wie der Chef ist, so entsprechend hat es auch Einfluss natürlich auch auf sein Team und auf seine Familie. Und so bei all der Unruhe habe ich immer wieder jeden Tag mich in meine Meditation vertieft und immer nach den Engeln geschaut und nach der inneren, nach der Ausrichtung im Leben. Und ich musste einerseits schmunzeln, weil ich erinnerte mich, wie zum ersten Mal im Westen erlebte ich eine Zeit, wo überhaupt keine Planungssicherheit mehr gibt, Genau, das. beziehungsweise gab. Ja. Und das war so unangenehm. Dann habe ich mich, sprich dieses Gefühl, du kannst nicht planen, deine Reisen, deine Seminare und damit ja auch deine Projekte. Und
so vieles ist abgefallen, woran man so lange gearbeitet hat. Und dann habe ich mich besonnen und dann erinnerte ich mich, dass meine ersten 12 Lebensjahre in Russland ja nur gefühlt von Planungsunsicherheit waren. Und wenn ich jetzt meine Seminarreisen nach Russland plane, in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, mache ich das schon ein Jahr im Voraus. Aber das Tatsächliche, sprich, welche Restaurants, welche Ausflüge, diese Einzelheiten kann ich wirklich erst einen Monat vorher fix machen, weil wenn ich ein Restaurant ein paar Monate vorher anrufe, werden die sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob es uns dann noch gibt. Und für mich war das am Anfang meiner Seminarreisen ein bisschen Kulturschock, wie, ja, wir wissen nicht einmal, ob es nächsten Monat Renten gibt, ob wir was zu essen haben. Und sie wollen wissen, ob in einem Jahr dieses Restaurant noch gibt, ob wir sie bekochen können. Und als ich eben jedes Mal auf meinen Reisen höre ich ja auch die Sorgen der Waldorflehrer, der Waldorfschule vor Ort mir an, die unsere Reise ja organisieren. Sonst wäre das ja gar nicht möglich. Und höre mir auch die Gedanken und Träume und Wünsche und Sorgen auch unseres Kinderdorfes an. Und die Menschen haben eine chronische Unruhe, weil chronische Unruhe auch im Land da ist, keine Planungssicherheit. Und dann habe ich mir gesagt, also hallo, da sieht man, da erkennt man in der Krise der Pandemie, was man wirklich zu Hause hat, dann weiß man wieder so sein Land, die Lage, sein Zuhause wieder zu schätzen, wertzuschätzen und eben vor allen Dingen auch das, was so selbstverständlich für uns war, die Planungssicherheit, die überhaupt nicht selbstverständlich für die meisten Menschen in der Welt ist, wieder zu schätzen und eben auch anstatt zu schreien auf das eigene Land, sprich, was hat der Staat mir alles noch zu geben, sich eher zu fragen, was gebe ich dem Staat, was gebe ich meiner Gemeinde, was gebe ich meinem Land? Und alleine schon, wenn es nur Wertschätzung ist und Zufriedenheit oder einen guten, positiven Beitrag auch in der Demokratie. Und damit habe ich dann gesagt, so, wir haben jetzt eine momentane Planungsunsicherheit, denn auch die Pandemie geht vorbei, denn alles geht vorbei. Also reiß dich zusammen, besinne dich auf die Werte und schaue, dass gerade das, was du dir in deiner Weisheit erarbeitet hast, dass gerade das jetzt auch deinen Rückgrat auch stärkt. Und so bin ich in die Achtsamkeit gegangen, trotz all des Stresses. Und da bekam ich auch durch meine emotionale Intelligenz, durch dieses Urvertrauen, Impulse für neue Projekte. Plötzlich sah ich, oh, eines Projekt ist abgefallen und damit hat es mir Raum gemacht für ein neues Projekt, zu dem ich weder Zeit vorher hätte noch Bewusstheit dafür. Und aus meiner emotionalen Intelligenz habe ich eben auf diesem digitalen Plattform so eine schöne Möglichkeit gefunden des Austausches, so wie jetzt mit dir, so eine schöne Möglichkeit, mit Menschen verbunden zu sein, die eben nicht um die Ecke wohnen und Seminare besuchen können, vor allen Dingen gerade in dieser Krise auch liebevolle Impulse brauchen, um sich nicht alleingelassen zu fühlen. Und aus all dieser Kompetenz, die für mich richtig auch einen stabilen Boden in der Krise gegeben habe ich sogar jetzt ab zu dieser Krisensicherheit mache ich ab September auch eine Online-Ausbildung zum kosmogetischen Life-Coach, dass man so sein eigener in seiner Ich-Bin-Kraft und Selbstkompetenz ein guter Berater für sich selber ist und eben auch eine gute Kraft für andere Menschen.
Und so musste auch kein Mitarbeiter von mir auch in die Kurzzeit gehen. So habe ich auch mit der Zeit nicht gehadert, sondern sehe jetzt eben zu, dass ich jetzt, wo die Live-Seminare stattfinden, dass auch diese Online-Bereiche alles nebeneinander gut sich entwickelt und ich immer noch Zeit für meine Familie, für meine Meditation, ja eben auch für meinen Seelenheil habe. Also ich freue mich auch, dass bei eurem Verlag eben kein Mitarbeiter Einbußen erleben konnte. Bewusster Leben Magazin habe ich beobachtet auf Instagram und Facebook, hat sich verjüngt, gell? Ja. Und ist frischer geworden. Ja, Redaktion ist wirklich ja neu und kreative Leute haben zusammengefunden, die wirklich die Kreativität ausleben können. Ja, und was du sagst jetzt gerade. Und mir ist aufgefallen, die Botschaften, die Tagesweisheiten, die Sprüche, die eben auf Instagram auch erscheinen, sind wunderschön. Also die jungen Damen, die sich dafür einsetzen, haben auch Tiefe, auch Weisheit, auch Klarheit. Und das ist eben auch das Schöne an der neuen Generation, ne? Dass die Spiritualität ein immer jüngeres Publikum erreicht, dass die Lebensqualität auch bei immer jüngeren Menschen von Bedeutung ist. Und braucht man jungen Leuten nicht Oberflächlichkeit so und zu ja, sie damit zu beschuldigen. Es freut mich. Und Bewusster Leben Magazin, du schreibst viel für das Magazin, beinhaltet doch genau unsere spirituellen Themen, die Achtsamkeit. Und es ist so ein wundervolles Thema, so ein großes Thema, eigentlich egal, über welche Themen wir unsere Bücher schreiben. Ich glaube, du hast schon aufgehört zu zählen, wie viele Bücher du mittlerweile geschrieben hast und mit anderen auch geschrieben hast. Doch alle bearbeiten ja das Thema Achtsamkeit. Alles dreht sich um diese Präsenz der Achtsamkeit. Wie hilft dir konkret die Achtsamkeit im Alltag, auch in diesen unruhigen Zeiten? Denn wir sind ja einerseits ist der Großteil der Pandemiezeit, der Gefahr ist zu Ende. Und trotzdem sind wir noch ausgebremst, auch mit gewissen Stress, mit Mundschutzmasken in Deutschland. Und gleichzeitig spüren wir auch so diese alt-neue Normalität sozusagen. Und doch sind wir noch so wie hängend in der Luft. Wie wird der Sommer verlaufen? Womit können wir im Herbst, Winter, wenn die normale Grippewelle kommt, rechnen? Und wie hilft dir die Achtsamkeit rein konkret? Was würdest du unseren Zuschauern, Zuschauerinnen mit auf den Weg geben können? Da hast du bestimmt unendlich viel Erfahrung. Danke. Erfahrungen habe ich schon auf jeden Fall, aber womit mir das hilft und was sehr wichtig für mich ist, ist Achtsamkeit bringt jetzt, wenn ich von mir spreche, mich selbst persönlich und das merke ich auch dann später bei meinen Klienten oder auch bei Seminaren, wenn wir darüber reden, Achtsamkeit verbindet dich immer mit dem jetzigen Moment, mit hier und jetzt. Und das ist so sehr wichtig, weil wir Menschen leben oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und einfach das hier und jetzt, das Kleine, wo wir gerade sind, sind nicht immer in der Lage, so annehmen und so wirklich wahrnehmen, das wahre Dasein, weil unser Kopf ist immer nur die zwei Richtungen. Ja. Und das, wo es stattfindet und wo etwas passiert, ist im Hier und im Jetzt. Und das zu lernen und sich auch bewusst werden, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und das ist auch Prozess.
Und das versuche ich auch mit mir selber in jedem, im Alltag, auch wenn ich, was weiß ich denn, morgens beim, jetzt ist mein Sohn gerade bei mir zu Besuch und wenn ich Frühstück vorbereite, dann merke ich schon, ich vorbereite Frühstück, aber ich denke schon darüber nach, was alles ich noch tagsüber erledigen muss. Und das nimmt mir Kraft weg und nimmt mir auch die Freude weg, diese Frühstück für ihn zu vorbereiten. Und so lerne ich das und ertappe ich mich auch immer im Alltag bei Kleinigkeiten, wo ich ja nicht gerade da präsent bin, sondern bin ich wieder verzettelt. Aber das denke ich, viele kreative Leute haben solche Momente auch. Das kennen wir. Das ist auch Teil von unserer Kreativität natürlich. Yeah. Aber das irgendwo zu zähmen und sagen, ja gut, aber jetzt bin ich hier und mache ich das. Das ist gerade diese Achtsamkeit. Und dann ist auch Achtsamkeit mir selber gegenüber, für einen Moment, was ich gerade brauche. Achtsamkeit auch den anderen gegenüber. Und das verbindet sich bei mir mit der Fähigkeit zuhören. Das ist so wichtig heutzutage, zuhören. Oh yeah. Was möchte mir der andere sagen, was möchte er mitteilen, was spricht er? Und manchmal spricht er nicht nur über sich, aber manchmal spricht er auch über etwas, was von ganz anderen feinstofflichen Welten kommt und er hat etwas zu sagen oder eine Botschaft zu vermitteln. Und dazu alles brauchen wir Achtsamkeit. Viele glauben nicht, aber ich bin davon überzeugt und das ist auch meine Erfahrung, Achtsamkeit kann tatsächlich, man kann das tatsächlich lernen. Es ist auch eine Konzentration, eine vollkommene Dasein. Und wenn wir über Konzentration sprechen, dann ist das meistens verbunden, Konzentration von Gedanken, von Gehirn oder von Denken her. Achtsamkeit ist das ganze Wesen dabei. Ich konzentriere mich, aber ich bin auch gleichzeitig dabei mit meinem Dasein. Und ich finde das interessant, man kann das wirklich üben und es kostet nicht viel Zeit, es kostet fast überhaupt gar kein Geld natürlich, weil du musst nur dich selber beobachten und man kann sehr viel dadurch erreichen. Also Achtsamkeit ist wirklich ein ganz wichtiges Attribut unseres Daseins und macht unser Leben auch leicht und macht unser Leben auch breiter natürlich. Und du merkst das auch bei deinen Seminaren, wenn du Seminare machst, wenn du mit Leuten, mit Menschen sprichst oder wenn du in Austausch bist, dann wenn du Achtsamkeit schenkst, dann bringt das eine ganz andere Energie in gegenseitige Kommunikation und man spürt, dass es fließt einfach alles. Dann ist eine Kommunikation richtig eine Begegnung. Und die geistige Führung ist auch mit dabei, ne? Ja, genau. Weil wir mit dem ganzen Dasein kommunizieren, mit ganzem Wesen, alles, was wir wirklich sind. Heutzutage ist das sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen gerade diese Form von Kommunikation, diese neue Form von Kommunikation, wo wir uns ganz anders begegnen und ganz anders antasten, anfassen durch Worte, durch Hinschauen, durch Zuhören, nehmen wir Umgebung und uns selber auch ganz neu und anders wahr. Es ist nicht mehr dieses Hektische, was vorher war und schnell und austauschen müssen wir, sondern es ist ein Miteinander, etwas, was kreiert. Und das finde ich faszinierend. Ja, und das ist auch das, was ich unter emotionale Intelligenz verstehe. Ja. Denn unsere Gesellschaft ist ja sehr geprägt von der Ratio. Oh ja. Ne? Und du damit hast über Planung gesprochen. Entschuldigung, dass ich das reingehe, aber du hast über die Planung gesprochen, was wichtig ist. Aber das ist ja auch Teil von Ratio natürlich, genau. Aber Ratio hat ja nur ein eingeschränktes Wissen. Weil wir können, die Kraft der Gedanken ist eingeschränkt, denn wir können nur das denken, was wir schon mal gedacht haben.
und damit, was uns die Gesellschaft ja schon mal gelehrt hat. Aber auf neue Fragen sollten wir nicht mit alten Antworten kommen, da finden wir kein Glück und auch keine Erfüllung und auch kein Erfolg. Manchmal müssen wir so einen einzigartigen Weg des Herzens gehen und auch mal gegen den Strom der Gesellschaft schwimmen, aber das bedeutet nicht, gegen die Gesellschaft anzukämpfen. Und dafür muss man ja ein gutes Gefühl dafür haben, für seine eigene Wahrheit, ein gutes Gespür für seine Intuition und damit auch für sein Potenzial und damit auch eine gutes Selbsteinschätzungsvermögen und auch gute Menschenkenntnis wiederum für andere. Ja. Denn erst dann, je mehr wir auch unser Ratio mit Emotio verbinden, umso bessere Führungspersönlichkeiten sind wir ja dann auch in jedem Beruf. Und diese emotionale Intelligenz, auf die mich persönlich stark macht, die auch meinen Erfolg ausmacht, die auch meine Erfüllung im Privatleben ausmacht, sowie auch meine Gesundheit. Denn das bedeutet ja, dass durch deine Harmonie, durch deine achtsame Präsenz dein Körper, Seele und Geist in Einheit sind. Und du ruhst in dir und bist gleichzeitig aktiv und nicht passiv. Und mir hilft enorm meine regelmäßige Meditation, am Morgen mich als erstes nach dem Frühstück hinzusetzen und eben mich mit höherer Kraft zu verbinden durch die Verbindung mit mir selbst und eben mich auch auf meinen Tag zu fokussieren durch die Tagesvorschau und damit eben zu segnen, ein gutes Gelingen im Tag und damit durch das Anknüpfen an meine Intuition vorzuarbeiten. Und diese Achtsamkeit aus der morgendlichen Ruhe, ich sehe immer zu, nach Möglichkeiten ohne Hektik den Tag zu beginnen, denn so wird er ja auch verlaufen in meiner Resonanz, dass ich diese geistige Anbindung auch halte, diese Präsenz auch halte, die Achtsamkeit bewahre durch tiefes Atmen in die Bauchgegend hinein. Denn atmen wir flach in den Brustkorb, dann sind wir hektisch und damit mehr in der Ratio, in der Angst und können keine neuen Ideen und Erfolge feiern. Und so höre ich zum Beispiel jetzt dir zu oder meinem Kind oder meinem Mann oder im Seminar meiner Gruppe und atme dabei währenddessen trotzdem in aller Ruhe tief in den Bauch, bleibe bei mir und gleichzeitig in meine Achtsamkeit, wo Herz und Verstand in Einheit sind, überblicke ich die ganze Situation, ohne in die Spannung zu verfallen, ohne aus der Angst heraus etwas kontrollieren zu wollen, denn das lebt man in der Regel aus. Und für mich gehören auch zur Achtsamkeit jetzt auch ganz kleine Rituale dazu, zum Beispiel, es vergeht kein Tag, wenn meine Tochter aufwacht oder mein Mann, dass wir den Tag mit einer Umarmung beginnen. Also die Umarmung, der Kuss, diese Achtsamkeit einander gegenüber, wie guten Morgen, hast du gut geschlafen und nicht Hektik, 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 das fördert ja das Vertrauen, die Beziehungen und damit eben, das wirkt ja auch wie ein Segen und sorgt auch für ein gutes Gelingen. Und denn es sind ja diese kleinen liebevollen Gestiken, die wirklich einen Wert in den Beziehungen ausmachen und nicht scharfe Wörter, die durch die Hektik wie aus der Pistole hinausgeschossen worden sind, wie hast gut geschlafen? Ist ab zur Schule. Ja, schnell, 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 genau, dem Verlauf des Tages folgen, ja. Genau, und das Interessante ist, hat man die Ruhe in sich, dann ist man auch dann sieht man, wie viel Zeit man doch hat. Absolut. Zum Beispiel, und man kommt auch immer pünktlich.
Ja. Hetzt man, kommt man, mache ich immer die Erfahrung, kommt man unpünktlich. Zum Beispiel irgendwann eben in Russland war ja Pünktlichkeit nicht so die höchste Tugend. In Deutschland hat mich diese Tugend, pünktlich zu sein, gestresst am Anfang. Manchmal ist man überpünktlich in Deutschland, das Ja. weiß ich auch, ja. Und das ist ja eine wundervolle Eigenschaft. Man muss sich aber wirklich auch das erstmal Ja, anvereignen. gewöhnen. Und ich erinnere mich, und vor einem Vortrag können wir uns ja echt keinen Stress leisten, gell? Ja, Denn genau. das ist ja ansteckend auch für unser Publikum. Aber es ist einfach nicht immer möglich, so wahnsinnig überpünktlich zu sein, wenn man eine Anfahrt hat und vielleicht Stau und so und vielleicht sich verirrt im neuen Ort. Und irgendwann habe ich mir mit meinem russischen Humor gesagt, ich habe für alles die nötige Zeit, denn es kann ja sowieso nicht ohne mich anfangen. Und das hat mir eben da dem Navi zu folgen durch die Stadt immer so eine Ruhe gegeben. Und ich kam eigentlich in all diesen 15, 16 Vortragsjahren so gut wie nie zu spät zu einem Vortrag. Wenn, dann waren das wirklich hohe Kräfte, weil Manchmal ja Umstände oder genau, ja. Zeug zu spät gekommen und so weiter und so fort. Und es kommt dann immer gut. Und hetzen wir, dann stolpern wir selber über die eigenen Füße, treffen zum Beispiel im Beruf falsche Entscheidungen, überhören die leisen Töne, die nötig sind, unsere Kinder zu verstehen, weil sie sagen ja nicht alles offensichtlich, sie verarbeiten ja die Dinge in sich. Und das zu spüren, was braucht jetzt mein Kind, das ist ja so wichtig. Ich verstehe die Achtsamkeit jeden Tag wie eine Investition in ein erfülltes, gesundes, erfolgreiches Leben voller Liebe in allen Lebensbereichen. Und das ist für mich überhaupt keine Mühe oder Pflicht, sondern ein Bedürfnis. Allein diese liebevolle Umarmung. Du, weißt du, was ich meine? Ja, das weiß ich ganz gut, weil das sind diese Kleinigkeiten im Alltag, die man, wenn man über große Aufgaben denkt, dann denkt man, ja, okay, das ist ja nur etwas Kleines, das ist jetzt, wenn nicht jetzt, dann kann ich das auch später eben nicht, gerade in dem Moment, Ja, aus dem Moment zu kreieren. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich kenne das auch ganz oft bei vielen Eltern, wo die sagen, ach, wenn mein Kind größer wird, dann kann ich noch, aber oder das, was ich nicht gemacht habe mit der meinem Zug Kind, ist kann ich vorbei. jetzt nachholen. Es gibt Momente, die wir nicht nachholen können. Natürlich, machbar ist alles in unserem Leben, in unserer Gesellschaft und im 21. Jahrhundert ist machbar alles. Aber wir möchten nicht in einem machbaren Leben leben. Wir möchten in einem Leben leben, der achtsam ist, der voll von Freude ist, der einfach so eine Austausch und Kreativität ist und der gesund ist und in Gleichgewicht ist. Und gerade aus diesen Aspekten, diese Klichtig, Umarmung, oder einfach jemanden sagen, ach, du siehst ja heute gut aus. Oder auch etwas Positives einfach bringen. Oder kleine Rituale. Ich sage immer meine Klienten, wenn die junge Mütter sich beschweren, oh, ich muss so viel machen und ich habe nie Zeit für mich. Und sie reden über Meditation, wie soll ich das denn schaffen? Das geht nicht. Aber ja, ich war auch Mutter und von zwei ziemlich kreativen und wilden Jungs. Also ich habe teilweise auch so gedacht, aber dann habe ich gemerkt, diese 5 Minuten, wo ich die Stille und Ruhe nur für mich habe, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und wir müssen nicht irgendwo eine halbe Stunde meditieren, wenn diese halbe Stunde nicht da ist, wenn Kinder klein sind. Das verstehe ich ganz gut. Aber
Aber 5 Minuten irgendwo nur Zeit für sich zu finden. Und du hast das auch angesprochen, wie wichtig das ist, dann dieser Beobachter zu sein. Was ist los gerade in meinem Leben? Und das können wir machen nur, wenn wir diese Ruhe finden. Und wenn wir nichts anderes in dieser Ruhe machen, nur einatmen und ausatmen, nur atmen. Und schauen, wie entsteht unser Atmen. Erst ist das nur hier, dann kommen wir zum Brust, wie du erzählt hast. Und dann kommen wir tatsächlich zum Bauch, zu unseren Emotionen und merken, unser ganzer Körper kann atmen. Und das gibt so unglaublich viel Kraft und schenkt so viel Potenzial einfach weiterzumachen, weiterzuleben und auch gewisser Abstand. Und man merkt, das Leben ist gar nicht so wild, wenn ich meine Ruhe finde und mich selbst spüre. Und diese Hektik ist gar keine Hektik. Das ist nur mein Kopf, was Hektik verursacht, meine Gedanken. Aber in mir, tief in mir, ist die Ruhe. Und dazu reicht manchmal wirklich, gut, wenn nicht 5 Minuten, dann 3,5. Aber das ist wirklich A und O, das ist die allerbeste Medizin, die wir haben, ist Ruhe, Stille, ein paar Minuten und Atmen. Da können wir so viele Sachen heilen. Und dann spüren wir auch die Liebe, die in uns ist und die uns umgibt, die überall ist. Und auch die Liebe zu unseren Leuten, die um uns sind, mit uns sind. Dann spüren wir auch die Liebe, die ja, zum Leben, zur Natur, zu kleinen Sachen. Und so entsteht sehr, sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Gutes und Positives in unserem Leben. Und ich hoffe so sehr, du durch deine wunderschöne Arbeit und Art und Weise, wie du arbeitest, was mich auch fasziniert und mag ich sehr deine Art, wie du mit Menschen kommunizierst und wie du schreibst, auch wie du arbeitest, kannst du genau diese Impulse und bringst du genau diese Impulse zu jedem selbst. Schau nach innen, in deinem Herzen. Da hast du, was du brauchst. Und ja, deine Arbeit ist wie so Engelflügel, die Menschen begleiten in ihren Weg und das ist das auch, was heute viele, viele brauchen gerade. Das ist wichtig. Achtsamkeit ist ja eine große Bewusstseinsfrage, ein großes Bewusstseinsprozess. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass zu diesem Thema tatsächlich die Inhalte für Bücher und Magazine niemals ausgehen werden. Das nicht. Und je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass das doch diese innere Kraft für die meisten Menschen nicht selbstverständlich ist und dass es sich wirklich lohnt, diese zu entwickeln. Und die beste Investition ist ja die in sich selbst und es lohnt sich wirklich, kluge Bücher zu lesen. Es lohnt sich wirklich, spirituelle Seminare, die einem ansprechen, gut tun, zu besuchen, für seine Persönlichkeitsentwicklung etwas Gutes zu tun, denn das beeinflusst ja das ganze Leben und heute gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Und auch wenn wir im deutschsprachigen Ländern uns das Wort Stress so geläufig ist, noch geläufiger als die Achtsamkeit, ja. So muss ich schon sagen, ich kann ja eben nur für Russland sprechen, so bewundern die Russen uns jetzt beispielsweise in Deutschland. Ich erinnere für unsere doch gewisse Gelassenheit, die wir uns natürlich ja auch durch politische Sicherheit und wirtschaftliche Sicherheit der Mittelschicht ja natürlich ganz anders auch leisten können, auch noch über mehrere Generationen. Und das macht einfach einen Unterschied auch aus, auch im Bewusstsein und in der Entspanntheit. Ich erinnere mich, als meine ersten Seminarreisen nach Russland gingen, das war noch eine Zeit, vor 15 Jahren, da waren zum Beispiel Cafés noch gar nicht verbreitet
Und als ich noch vor 20 Jahren bei meiner Freundin in Moskau war, hat sie mir gesagt, weißt du, Jana, nach ein paar Tagen sprichst du völlig akzentfrei Russisch. Und an meinen hohen Wangenknochen sieht man mir natürlich auch, auch an, wo ich herkomme. Und sie sagt, aber weißt du, was dich verrät, dass du doch eine Touristin bist? Ich so, was? Dein Espresso am Nachmittag. Ja. Weil wir hatten vor Perestroika ja nur schwarzen Tee. Es gibt keine Teekultur oder Kaffeekultur. Und es gab ja auch damals auch kein Geld für ein Café oder für ein Restaurant. Es gab nur schnell so Imbissbrötchen. Und für mich, ich habe richtig drunter gelitten an diesem Rhythmus, dass eben von morgens bis spät abends die Stadt nicht schläft, der Mensch nur rennt. Zum Beispiel Moskau pulsierte wie New York. Das war für mich viel zu hektisch. Ich vermisste so dieses Ritual, was für mich auch so eine Möglichkeit der Kraftquelle und Achtsamkeit ist, so am Nachmittag mich hinzusetzen. Jetzt ist meine Tea Time oder mein Espresso zur Zeit. Und ein Moment, wo es nicht zu rennen gibt, wo es nicht irgendwas zu erledigen und zu arbeiten gibt. Und das war wiederum für meine Freunde sehr merkwürdig, weil da ist ja ein ganz anderes Leben. Die Menschen haben zwei, drei, teilweise drei Jobs gleichzeitig oder nebenbei nacheinander. Und irgendwann um Mitternacht setzen die sich hin und so zum Russen gehört so seine Tasse schwarzer Tee, einen anderen Luxus gab es ja nicht. Dazu mit diesem Tee, mit dem starken Tee wird dann der Tag abgeschlossen und dann weitergerannt. Und wenn ich mit meiner deutschsprachigen Gruppe unterwegs bin in Russland, dieses Jahr leider pandemiebedingt nicht, ich hoffe nächstes Jahr sogar zweimal, und uns die Waldorflehrerin begleiten, das Ganze organisieren, die sagen, es ist so erholsam, mit euch unterwegs zu sein, weil ich bestehe auf meine Pausen, Teepausen. Ich bestehe auf meine Geschwindigkeit, auf die Muse auch in der Natur zu meditieren, an der Wolga zu verweilen, in der Kapelle eine Kerze anzuzünden, ein Halleluja zu singen und nicht jetzt, huch, schnell Wasserritual, huch, weiter geht's. Und das ist für sie eben auch so erholsam und so ansteckend. Und da merke ich, ja, wie gut wir es doch hier haben, dass wir, auch wenn wir auf einem sehr hohen Niveau jammern, sage ich immer. Und viele Probleme uns einfach selber auch einreden, genau. Wie gut es uns geht und wie andere Menschen um zu überleben rennen, ob sie wollen oder nicht, da gibt es für die Menschen nicht mal den Luxus des Wortes von Depression. Ja. Dieses Wort gibt es gar nicht, das kommt jetzt erst. Burnout eben auch, indem die Menschen sich beginnen zu erlauben, sich zu spüren, unter welchem Druck sie eigentlich stehen, sprich politisch, wirtschaftlich, sozial, jetzt auch noch religiös. Und gleichzeitig kommt auch spirituelle Welle auch nach Russland hinein, wo der Mensch sich durch Yoga, auch durch Anthroposophie, durch freie Spiritualität, durch Meditationen, durch positives Denken noch so viel Gutes aneignet. Und damit will ich einfach sagen, dass ich unfassbar dankbar bin für meine Wurzeln. Ich bin unfassbar dankbar für meine Gegenwart. Und ich stehe auch, ich bin auch dankbar für meine Zukunft. Ich bin von unserer lichtvollen Zukunft aller Länder durch und durch überzeugt. Und indem ich jeden Tag in meiner Achtsamkeit und konsequentem, liebevollen Verhalten etwas Gutes, wie zum Beispiel durch eine Umarmung für mein Privatleben mache, wie durch eben gesunde, ausgewogene Ernährung und Erholung, guten Schlaf für mich mache, für meine Gesundheitsvorsorge, indem ich etwas Gutes auch für meine Arbeit auch tue, für meine Mitmenschen, indem ich mich
indem ich mit der Zeit gehe, neue Buchideen, Seminarthemen erarbeite, beeinflusse ich meine Zukunft, die Zukunft meiner Mitmenschen, meines Umfeldes lichtvoll, und damit fühle ich mich auch stark in dieser Welt. Und das ist das, was ich auch am Anfang unseres Gespräches meinte, was ich auch an dir so sehr liebe. Da sind wir in unseren Seelenschwingung ähnlich. Ja, wir sind stimmt. unglaublich großzügig, großherzig. Also viel fernab von Neid und Missgunst und Stutenbissigkeit, sondern im Herzen und gleichzeitig auch so in einer Bewusstheit, auch über die Qualität, ne, die wir geben und die uns umgibt, und gleichzeitig eben neben Körper und neben Seele und Geist auch im Körper verankert, handlungsfähig. Wir bringen unsere Projekte zu Ende. Wir leben unsere Träume tatsächlich aus. Und ich denke, es wird seinen Grund haben, warum wir unsere Biografien haben, so wie wir sie haben. Ich habe ja jetzt, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, meine Biografie. Ja, natürlich. Eben mein Seelenweg ins Licht. Ja, natürlich. Und bin sehr zufrieden damit. Das hat in mir auch, auch wenn Bücher schreiben für mich keinen therapeutischen Grund haben, sondern ich schreibe immer für die Menschen, das, was die Menschen weiterbringen, gebe ich von mir preis. Aber es hat doch ja meinen Rückgrat, meine Wurzel noch mehr gestärkt. Also ich bin im Frieden mit Russland. Du hast wahrscheinlich deine Vergangenheit wieder aus der Aspekte hier und jetzt verarbeitet, wenn ich das so sagen darf. Und da gehst du zurück aus diesem Bewusstsein, in dem du bist. Und da kannst du wirklich, und ich kann auch von meinen Erfahrungen sprechen, obwohl ich nicht noch meine Biografie, Autobiografie und nicht geschrieben habe, und habe ich auch nicht vor, muss ich ehrlich sagen. Es Why not? You never know, that's true. Never say never, ja. Yes, we can. Yes, we can, that's true. Ja, aber ja, nicht. Jetzt wollte ich was Russisch. Aber es ist halt so, dass dadurch, dass du dir ganz bewusst bist, wo du stehst, was du lebst, wer du wirklich bist, und gehst du zurück, dann kannst du ganz bewusst auch diese Vergangenheit anschließen an diesem Dasein, an jetzigem Dasein. Und deswegen ist es spannend, wieder zurücksehen und eigene Entwicklung zu verfolgen. Ach, das habe ich auch geschafft. Da war ich war auch, das war Teil von meinem Leben. Und umso klarer oder besser und empathischer versteht man dann auch eigenen Klienten oder Menschen, die zu uns zu Seminaren kommen, mit bestimmten Fragen. Wir sind uns bewusst, aha, das habe ich auch mitgemacht, oder das kenne ich, weil das kommt mir von irgendeiner Seite. Also das sind auch die Kenntnisse, die alte Erfahrungen dazu bringen, die man im Hier und Jetzt noch besser bewertet und verstehen kann. Ja, ja, ich denke, wir leben bewusstes Leben. Ne? Ja, das kann man schon sagen. Und wie ich immer sage, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, das ist die schwierigste Frage überhaupt für mich zu beantworten. Ja. Weil ich denke, was soll ich denn sagen? Mir geht es so gut. Ja. Ich kann wirklich nicht klagen. Ich bin dankbar. Dankbar sein dafür, wie du das so schön gerade formuliert hast, dafür, dass ich so leben darf und leben kann und so lebe. Und gleichzeitig denke ich mir, also wenn ich manchmal jammere, oh, es ist zu viel oder oh, wieder das, oh, dann ist das allerhöchste Niveau. Wirklich. Ja. Und ja, ist auch schön, dass man sich auch so etwas bewusst ist. Und gleichzeitig merke ich, dass viele Menschen durch diese gezwungene Pause, nenne ich das so ein bisschen charmanter, diese letzten Monate, haben gemerkt, es geht um ganz andere Prioritäten im Leben. Es geht nicht mehr um schneller und hektisch und noch mehr und noch breiter und noch billiger oder etwas, aber es geht um ganz andere Prioritäten im Leben.
Und eine von diesen Prioritäten ist das, was du gerade auch schön gesagt hast, ist diese Dankbarkeit für das Leben, das man hat und das man führt. Ja, mögen die anhalten, ne? Ja. Und meine würde Liebe. jeder Mensch auch diese Dankbarkeit in sich empfinden, Ja. weil diese Dankbarkeit ist unheimlich heilbar, auch für die Vergangenheit dann. Ich finde auch, Dankbarkeit ist die beste Form von Integration. Ja, genau. Absolut. Ja, Wir sind ja gute Beispiele dafür. Liebe genau. Katharina. Ganz in die ganze Dankbarkeit und Demut, sowas ja. zu sagen. Genau, ja. Ja. Meine Liebe, also es ist immer herzerfreuend, mit dir zu reden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir im August schaffen würden, gemeinsam mal auszugehen, in Konstanz essen zu gehen. Mit ja. Vadim habe ich mich, mit seiner Familie, hat sich meine Familie auch schon verabredet, ja. auf ein Rendezvous, auf ein Dinner. Und melde dich, wenn Peter in Konstanz ja. ist, dass wir uns mal auch kennenlernen, essen gehen und eben weiter philosophieren über ja, das Leben, ganz, über die ganz Liebe, gerne. über die Menschlichkeit. Ganz gerne. Du weißt, wir haben das schon ein paar Mal ausprobiert, dass wir uns treffen, aber irgendwo, ja, geistig Das treffen wir Leben uns davor. ganz oft, aber irgendwo noch physisch fällt noch ein bisschen dazu, weil oder wir sind nicht hier oder du bist gerade da und wir sind irgendwo unterwegs oder ja. Aber Ich habe doch jetzt Zeit schaffen und dann wir. Hast du Seminar oder etwas. Aber irgendwann kriegen wir das schon hin. Ja. Energie kann sich jetzt nicht. Jetzt im August. Ja, okay, wunderbar. Nicht irgendwann, jetzt im August. Gib mir Bescheid, wann Peter in Konstanz ist. Ja. Dann kriegen wir das hin. Sehr gerne. Liebe Katharina. Vielen Dank. Ich danke dir sehr für deine Herzlichkeit. Liebe Grüße auch nach Hause. Ja. An deinen Sohn, der dich jetzt besucht, auch an Peter. Ja, danke. Und auch liebe Freunde, danke euch auch fürs Zuhören. Und vom ganzen Herzen kann ich auch für Katharina sprechen, wünschen wir euch einen erfüllten Weg voller Liebe, Erfüllung und Dankbarkeit, auf dass wir alle diese Welt mit unserem Lächeln noch strahlender machen. Beachtet gut auf euch. Ja, danke schön. Alles gut. Mach's gut, meine liebe Katharina. Schöne Sommertage, erfüllt mit Freude und erfüllt wirklich mit Dankbarkeit dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Dankeschön. Merci danke. Vielmal. Ade. Ade. Das wie Dania. Das wie Dania. Das wie Dania. Da unterwegs. War was. Spasiba. Spasiba, TV.